Ich rede noch gut Französisch, aber ich verstehe diese meine nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Partus von Assassin's Creed. Ich muss mal ganz kurz mein Headset etwas leiser stellen. So. Wir sind hier im letzten Part auf dieses Festival des Versailler Hofs gelangt und versuchen unsere geliebte Elise zu sehen. Und dafür müssen wir jetzt einfach hier einbrechen. Oh. Dachtest du könntest reinschleichen, was? Ach so, man sollte das machen, ohne gesehen zu werden. Jetzt verstehe ich's. Ja, dann machen wir es einfach nochmal. Ja, dann werden wir jetzt eben nicht gesehen. Gehen wir das Ganze auch etwas vorsichtiger an. Und wir gehen durch die Leute. Aber ich verstehe nicht, wie sie mich sofort erkennen können. Die wissen ja nicht, dass ich keine Eintrittskarte habe. Wie sie mich nach 5 Sekunden, wenn ich dann nicht in den Leuten drin gehe, erkennen können, dass ich jetzt der eine bin ohne Karte. Ich meine ja nur, das ist ja ein bisschen komisch. Genauso komisch wie seine Haare gerade, wie Arnauds Haare. So, und wir müssen... Oh, schönes Feuerwerk. Wir müssen da oben durch das Fenster durch und da drüben sind 2 Wachen. Ich mach nochmal schnell. Super, so weit reicht das nicht. Also jetzt im unmittelbaren Umfeld sind keine Wachen, aber wir müssen da rauf. Das heißt, ich gehe jetzt da einfach... Oh, oh. Hey, einen Moment. Was? Ja, ist klar. Nö, weißt. Ich meine, wie hätten sie mich da jetzt runterfischen sollen? Ernsthaft? Okay. Dann werden wir halt über Opfer gehen müssen und ein paar Leute umbringen. Weil ich wüsste sonst nicht, wie wir da reinkommen sollten. Oder wart? Was haben wir ihr? Na, geh doch da rein! Ich bin müde. Wie du meinst. Ja. Bäh. Der geht doch nicht rein. Ich bin nicht da. Hau ab! Ja. Okay, dann machen wir jetzt einen ganz anderen Weg einmal. Weil wir wollen hier nicht stecken bleiben. So, Sperrgebiet betreten. So, da drüben gehen wir einfach durch die Leute durch jetzt. Da vorne haben wir 2 Wachen. Dann gehen wir schnell rüber. Oder auch nicht. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie wir darauf kommen sollen. Haut ziehen wir nicht da drüben. Ich glaube, darüber klettern kann ich nicht über den Zaun. Blöd. Weil das muss auch ein fades Fest sein, einfach nur dastehen und von Soldaten gejagt werden, wenn man keine Einsatzkarte hat. Ist nicht so meins. So, da vorne ist das Fenster, da drüben geht eine Wache. Ja, ich weiß nicht, ob wenn wir die umbringen, das ist jetzt auch nicht so gut, weil da, das sind Zivilisten und so. So, er schaut weg. Okay, da stehen 2, 3, 4, 5, 6. Der eine geht weg. Okay. Versuchen wir... Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das da angehen sollen. Ah, die Wache kommt wieder. Okay, wenn der jetzt wieder weggeht, versuche ich es nochmal. Und wenn das jetzt auch nicht hinhaut, dann... weiß ich nicht weiter. So, geh wieder. Dankeschön. Ich laufe jetzt einfach rauf. Schnell. Ja? Kletter doch. Nein! Ist das ein Idiot oder ist das ein Idiot? Er will da gerade nicht reinklettern. Okay. Sehr unauffällig, auf jeden Fall. Hallo? Das war gerade ein ziemlicher Fail. Aber wir haben es geschafft. ja, mit ein paar Steuerungsproblemchen haben wir es dann doch noch geschafft. ja.
Das war alles so geplant, ich wollte es nur spannender machen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Der dritte Stand begehrt auf und die geben ein Fest. So, jetzt müssen wir uns da durchschleichen. Irgendwie kam gerade... Oh, jetzt kommt's. Schlagsteuerung. Zum lautlos bewegen LT drücken. Okay. Auf der Karte sehen wir auch die zwei Wachen. Jetzt müssen wir einfach warten, bis der sich umdreht oder weggeht. Es liegt eher auf der Hand und dann... ganz eimelig hier durch. Ah, Billard, geil. Billard ist lustig. So. Was haben wir hier? Hier haben wir einen und sonst keinen. Und der schaut gerade nicht. Wir verstecken uns. Okay, er geht rüber. Wir gehen da lang. So, schauen den schönen Ofen. Ah, danke schön. Und wir gehen. Oh, oh. Er hat mich nicht. Oh nein, kommt er jetzt? Na, no. Geh weg, geh weg. Was? Den kann man nicht umlegen? Ist er lame. Ernsthaft? Ein Zutritt ohne ein... Ernsthaft? Oh, Gott sei Dank, ein Checkpoint. Also, okay, Merkmal kann sie nicht umlegen. Und sie laufen einen halben Kilometer nach. Okay. Was wird überhaupt gefeiert? So, geweckter Kollege. Eine Firmungszeremonie für De La Serres Tochter. Geweck. So, der andere schaut nicht, der andere schaut nicht. Ja, jetzt kommt die scheiß Meldung. Ja, und die sehen mich jetzt nicht, aber der Vorher hat mich auf jeden Fall gesehen. Ja, ist klar, ist klar. Oh, oh, der schaut, der schaut, der schaut. Komisch. Was war das? Nichts. Das war... dein Schatten. So, jetzt warten wir doch kurz wieder. Sei's drum. Nicht die Mühe wert. Ja, hör auf einfach. Gut. So, schau zum Ofen. Ich gehe da schnell rüber und verstecke mich. Und ich verlasse die Deckung und schleich mich. Okay, okay, okay. So weit, so gut. So, was haben wir hier? Ich schaue mir zuerst mal die Lage an, wie die stehen und wie die gehen, weil wenn ich da einfach so durchrenne, glaube ich, wird es nichts. So, beweg dich mal, Junge. Und schau nicht so deppert. Hallo? Nö, er will nicht. Irgendwas hat uns gerade gesehen. Aber ich glaube nichts Tragisches. So, mach jetzt. Ich glaube im grünen Bereich da drüben, da sind wir dann sicher. Denke ich mal. Also so weit gilt es zu kommen. So, der hat anscheinend kein Interesse, sich zu bewegen. Aber ich weiß nicht, wenn ich da jetzt reingehe. Ich versuch's einfach mal, ist ja scheißegal. Ist endlich Schichtwechsel? Okay. Jetzt hat er sich wenigstens bewegt. Ich glaube, da muss man reingehen zuerst. Okay, nach links zielen und A drücken, um die Deckung zu wechseln. Das mache ich, denke ich mal, jetzt. Hallo? Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er schaut aus dem Fenster und wir hauen ab. Moment. Wo hauen wir ab? Da ist kein Fenster offen. Doch, da, da. Gut, 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 und? Und rüber da. Jawohl. Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht. Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier.
Nein, 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 du! Kommst her! Naja, super, dann wurden wir doch noch entdeckt. Ach ja. Gut, jetzt haben wir es endlich geschafft, aus dem Sperrgebiet rauszukommen. Und, jo. Wieder ein Billardtisch. Oh, in ein Klavier kann man da spielen. Ziemlich was los heute Abend. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese damals haben die ja noch schwarze Tasten, also halt schwarze Ganztöne und weiße Halbtöne gehabt. Das schaut voll komisch aus. Aber ich glaube, das war damals normal. Und was ist denn das? Ist das Gandalf? Keine Ahnung. Geh weg, Gandalf. Okay. Und was genau suchen wir hier jetzt? Oder warum sind wir hier? Wegen einer Sequenz. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Ah, da vorne ist Elise. Und der folgen wir mal. Wie auch schon am Anfang des Let's Plays in Versailles. Nur jetzt ist sie ein bisschen älter. Genau wie wir. Komisch. Dem lasse ich mich nicht zum Narren halten. So. Boah, der Kronleuchter da schaut ziemlich cool aus. Generell schaut hier alles ziemlich cool aus. Und ich glaube, wir sind soweit. Oh, doch nicht. Sie ließ sich immer gerne jagen. Was? Sie kann laufen, aber er nicht? Ist ja voll lame. So, wohin führt sie uns dieses Mal? Hoffentlich nicht wieder zum Apfelklauen. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Jetzt dahin! Ouvre! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Oh je, das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Ja, und kaum waren wir drinnen, sind wir auch schon wieder draußen. Oder auf dem Weg zumindest. Ja. Okay, lautlos bewegen, LT drücken, wissen wir ja schon. Und wir müssen, da drüben müssen wir rein. Und da wimmelt's wieder mal vor Wachen. Okay. Oh, oh, oh. Warte, jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt. Und in Deckung gehen. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Oh, suchen die etwa schon nach uns, oder? Okay. Ja, das ist eher mehr so eine Schleichmission. Deshalb gibt es jetzt auch nicht wirklich viel zum Quatschen. Und da vorne stehen sehr viele Wachen. Aber ich glaube, die kümmern uns nicht weiter. Hoffe ich. So, der schaut gerade weg. Okay. Gehen wir darüber. Okay, da kann ich jetzt nur noch verlassen. Gehen wir wieder in die Deckung. Oh, oh, jetzt kommt er wieder. So, da wird anscheinend umgezogen oder... Naja, keine Ahnung, da schaut es halt sehr marode aus in diesem Zimmer. Und wir versuchen uns durchzuschleichen. So. Deckung gegangen, erfolgreich. Und... Ja, und falls man was im Hintergrund hört, das bin nicht ich, sondern...
Wer ist es? Sagen Sie etwas? Sie sagen nichts, okay. Soll ich was sagen? Ja, der Tobi ist im Hintergrund. Ja, wer sonst? Ja, ich mein, komisch. Auf meinem PC kann man das Spiel hier spielen, immerhin. Ja. Kommen wir näher heran, weil sie irren sie. Man irrt sie wahrscheinlich weil nicht. Dein PC ist ja zu schlecht, gell? Ja, wenn circa einen Monat habe ich nicht PlayStation, dann geht das. Dann kann ich halt alles bis jetzt nochmal spielen, aber egal. So, okay. Das spiele ich dann. Wenn du das schon bei mir spielst, ja, dann spiele ich bei dir das durch. Kannst du, ja. Das geht aber echt. Ah, dann stirbst du noch öfter als ich. Das ist dir möglich. Und ich sollte mir einen Sessel holen. Vielleicht, ja, im nächsten Part dann, weil ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Part schon geht. Wahrscheinlich schon ziemlich lang. Egal, wir machen die Mission auf jeden Fall fertig. Und, es wird eh wahrscheinlich noch dauern, weil jetzt wird's hart. Wir machen es fertig, ob du hier bist und nicht. Okay, da vorne steht einer, der ist jetzt... Ich schleiche mich da mal rüber zum Bett. Oh, ins Bett. Okay. Ich weiß nicht, soll ich es riskieren? Vermutlich ist es nicht gut. Ich riskiere es, weil du sagst, es ist nicht gut. Ja, muss immer das machen. Ja, sicher, wieso nicht? Wer soll denn hier raus? Oh, warum sagt er was? Ich wette, irgendwann kommt mir heute noch ein das reicher nicht gut aus. So, da vorne, oh Gott, stehen zwei. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt gehe, oh. Und die Haare sind im Haus noch immer so. Ja, ich weiß, das ist manchmal so ein Buggy. Seine Haare sind auch... Warum kniet er sich hin? Schaut unter dem Tisch durch jetzt, hoffe ich nicht einmal. Bitte nicht. Genau. Und geh weg. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir schauen, die anderen beiden stehen einfach da. Und der ist jetzt wieder drüben, das heißt, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, hoffe ich. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Ja, das war richtig. So, und ich gehe gleich weiter. Aber yes! Das mit dem Schleichen ist ja schon richtig, es ist ein Street-Style, aber es wird erst so richtig gut, hundertprozentig. Monsieur? Zu viel von des Königs hat. Champagner? Ja. Monsieur? Monsieur de la Serre! Ding-dong. Monsieur de la Serre! Hier, kommt weg da! Oh mon Dieu! Waren! Hilfe! Mörder! Ja, genau, jetzt sind wir schuld. Genau. Mon Dieu! Er hat hier de la Serre getötet! Jetzt sind natürlich wir schuld an dem Mord. Von dem Vater unserer Freundin. Na ganz toll. Da wird man immer so aggro bei so einem. Ich glaube mal, wir sind in der Midlife Crisis. Was? Nein, ich war es nicht. Damien hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns! Oh Gott, hab Gnade! Sie töten die Gefangenen hier drin! Das reicht jetzt, Perverser! Wo bin ich? In der Hölle. Naja, super. Und jetzt haben wir die Arschkarte gezogen dafür, dass wir einfach nur unsere Freundin besuchen wollen, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr unsere Freundin ist, weil wir dafür verantwortlich gemacht werden, dass wir der Mörder ihres Vaters sind. Ja, und irgendwie habe ich so das Gefühl, der Part ist schon ziemlich lang. Ja, und deshalb werden wir hier jetzt einen ganz fiesen Cut setzen und sehen. Jedes Mal.
Und werden sehen, was dann im nächsten Part uns in diesem schönen Gefängnis erwartet. Das werden wir nicht rauskommen. Genau, das wüsste ich nicht. Gut, ja. Tschüss. Tschüss. Once